Wir starten morgens um 9 Uhr und folgen der A3 über Frankfurt am Main bis zur Abfahrt Stockstadt. Weiter über die Landstraße nach Miltenberg am Main. Hier haben wir unseren Zwischenstopp für eine Nacht in einem Hotel direkt in der Altstadt gebucht. Die Stadt hat ca. 8000 Einwohner und liegt 75 Kilometer von Frankfurt entfernt im Odenwald und wurde erstmals im 13. Jahrhundert urkundlich erwähnt. Die historische Altstadt mit seinen schönen Fachwerkhäusern ist unbedingt einen Besuch wert und lässt sich gerade zu dieser Jahreszeit in Ruhe genießen. Ein immer wieder anziehendes Fotomotiv sind diese drei Herren und Miltenbergs Altbürgermeister äußerte dazu: Da stehen die drei auf rotem Stein und schauen feixend in die Welt. Sie wollen sich vom Druck befreien, grad dort, wo man sie hingestellt. Am Abend kehren wir in Deutschlands ältestes Gasthaus Riesen ein. Nur am Rande, die gegrillte Kalbshaxe und das Bier waren frisch und köstlich. Am nächsten Morgen fahren wir nach einem üppigen Frühstück weiter über die A81, A6 und A7 vorbei an Ulm und Kempten bis Pfronten im Allgäu. Hier geht's über den Pass ins Dannheimer Tal zu unserem Lumberger Hof. Es erwartet uns ein tief verschneites Paradies und wir starten sofort einen Rundgang, um noch den Sonnenschein zu genießen. Am Montagmorgen beginnt der angekündigte Schneefall. Wir lassen uns nicht abhalten und starten unsere erste Wanderung zu Horst und seinem Adler. Eine willkommene Abwechslung nach dem wochenlangen grauen Einerlei im Rheinland. Der erste Einkehrschwung gelingt auf Anhieb. Und das obligatorische Radler löscht unseren Durst. Es hat die ganze Nacht durchgeschneit und über 30 cm Neuschnee müssen gebändigt werden. Wir nehmen den Bus nach Dannheim und schlendern ein wenig hier durch die verschneiten Straßen. Anschließend
geht's dann über den Wiesenweg wieder zurück ins Hotel. Der Mittwochmorgen zeigt sich nicht anders. Es hat weiter geschneit und mittlerweile liegen ca. 50 cm Schnee. Der Blick vom Balkon auf das schneebedeckte Bergpanorama ist wunderschön. Nachmittags sollte es zum Eisstockschießen gehen. Aber auf dieser überschwemmten Eisbahn geht nichts mehr. Am Freitag lockt uns der Sonnenschein zu einem Ausflug nach Füssen. Die Stadt mit seinen ca. 15.500 Einwohnern liegt im Ostallgäu und verfügt neben einer gut erhaltenen Stadtmauer auch über eine gut sortierte Auswahl von Modegeschäften. Na Gott sei Dank! Nach der anstrengenden Shoppingtour ist wieder Relaxen angesagt. Zuerst auf dem Balkon in der Sonne und danach wieder in der Wellness-Oase. Samstag, letzter Tag. Das Wetter zeigt wieder seine schönste Seite. Wir genießen es bei einer Wanderung über den Höhenweg zur Schäferhütte. Hier wartet eine deftige Leberknödelsuppe und natürlich ein Radler auf uns, bevor es den gleichen Weg, aber mit einem anderen Panoramablick wieder zurück in unseren Gourmet-Tempel geht. Morgen geht's wieder nach Hause. Wir hatten eine wunderschöne, abwechslungsreiche Woche, anfangs mit sehr viel Neuschnee und in der zweiten Hälfte traumhaftes Wetter.